Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Christine Wöllmer-Bergmann. Hallo Christine, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank. Mein Name ist Christine Wöllmer-Bergmann und ich bin Autorin aus Hamburg. Ich schreibe hauptsächlich Fantasy-Romane, auch aus dem Genre Romantic Fantasy. Und ich habe euch heute eins meiner Urban Fantasy-Bücher mitgebracht, das heißt Myrika Sirenenlied. Jetzt hast du schon verraten, aber das ist nicht schlimm. Das ist Teil 2, oder? Das ist richtig. Deswegen jetzt auch eine kleine Spoilerwarnung. Also diejenigen, die den ersten Band noch nicht kennen und ihn aber gerne noch lesen möchten, die müssen sonst ein bisschen weghören, während ich vorlese. Sonst könnte was verraten werden, was man im ersten Band noch nicht weiß. Da gebe ich dir recht. Also am besten jetzt ausschalten, Band 1 erstmal hören in Folge, ich habe es gerade nicht im Kopf, und dann die Folge anhören. Genau. Also das wäre ideal. Am besten gleich beide Bücher kaufen, direkt durchlesen und dann ist alles super. Genau, die Variante gibt es auch, aber vorher vielleicht den Podcast hören. Auf jeden Fall. Oder den Podcast hinterher nochmal zum Genießen hinten dranhängen. Oder so. Ja, du bist ja auch nicht das erste Mal zu Gast. Du bist ja jetzt schon gefühlt das 20. Mal. Ja, mindestens. Ne? Dauergast hier bei meiner Lesung. Ja, ich glaube auch. Du hast so eine Dauerkarte, ne? So ein Abo. Ja. Ja. Möchtest du zu deinem Buch schon etwas erzählen? Ja, gerne. Also du hattest ja gerade schon gesagt, dass es der zweite Band ist. Und Myrika ist ein Urban Fantasy Buch und es geht in der Hauptsache um Lupa, meine Protagonistin. Lupa hat eine Besonderheit und zwar ist sie halb Wolfsblut und halb Sirene. Sirenen kennt man jetzt vielleicht als die bösen Schwestern von Meerjungfrauen. Das heißt, es ist eigentlich die nicht ganz so nette Variante. Und Lupa hat im ersten Band eine Aufgabe bekommen. Und zwar soll sie jemanden suchen, der den Orden, das ist so eine Art magischer Orden und auch Schule für magische Wesen. Dort hat jemand etwas gestohlen und sie wird ausgesandt mit zwei anderen, die sie nicht so gern mag, um diese flüchtige Person, Viola heißt sie, zu suchen. Und sie zurückzuholen mitsamt des Dings, das sie gestohlen hat. Und am Ende des ersten Bandes taucht Viola tatsächlich auf und Lupas beste Freundin Rona begegnet ihr. Das ist das Ende des ersten Bandes und wäre auch quasi der Einstiegspunkt für die Lesepassage, die ich euch mitgebracht habe. Also ich muss sagen, ich habe ja Band 1 gelesen. Ich habe ja die ganze Zeit mitgefiebert. Du weißt, du hast Feedback von mir bekommen und ich war total beeindruckt und habe sofort gesagt, oh, Band 2, ich brauche Band 2. Und ja, ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen. Für mich war das erste Fantasy-Buch, was ich jemals gelesen habe. Ach ja, stimmt. Das war eine Premiere und ja, das war sehr gut und jetzt habe ich auch Blut geleckt, mehr zu lesen. Genau. Das Max, ist sehr schön. Ja. Ja, das war super gelungen. Also ich freue mich auf weitere Bücher von dir. Ja, lieben Dank. Also ich produziere ja immer weiter, ne? Ich hoffe. Genau, magst du gleich mal anfangen? Sehr gerne. Also nochmal zur Erinnerung, wer den ersten Band nicht gelesen hat, der könnte jetzt Dinge hören, die dann im ersten Band noch unklar sind. Aber ich fange einfach mal an und dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Rona saß vor Viola und starrte sie an, ohne sie wirklich zu sehen. Ihr Kopf schwirrte und sie tat sich schwer, die ganzen Informationen zu verarbeiten, die sie gerade gehört hatte. Langsam schüttelte sie den Kopf. Doch noch immer ließen sich die Worte schwer so zusammenfassen, dass sie einen Sinn ergaben. Sie atmete tief durch und ließ ihre Konzentration los. Die Gedanken in ihrem Kopf waren wie Blätter im Wind. Hörte man auf, sie zu jagen, legten sie sich von allein. Und tatsächlich, langsam ergaben sie ein Bild. Ein Bild, dessen Konturen sie schon erahnt hatte, dessen Inhalt aber viel furchterregender war, als sie vermutet hatte. Sie schluckte und füllte ihre Lunge mit mehr frischer Luft. Langsam wurde ihr Kopf wieder klar. »Ich habe dir gesagt, dass du es nicht hören willst«, sagte Viola und rieb sich die runenverzierten Oberarme, geschmückt mit Zeichen ihres Talents und ihrer Abstammung. Jäger waren schlau, stark und gelehrig. All diese Eigenschaften hatte Viola. Ihre veilchenblauen Augen suchten ununterbrochen die Umgebung ab. Sie war ständig auf der Hut, musste immer darauf gefasst sein, dass sie angegriffen wurde.
Es war lange her, dass sie zur Ruhe gekommen war und Schatten lagen unter ihren Augen. Ihr ohnehin schmales Gesicht wirkte noch spitzer, als Rona es in Erinnerung hatte. Rona ahnte, wie schwer Violas Leben war. Und doch gab es einen guten Grund dafür. »Das ist es nicht«, murmelte sie und suchte nach Worten. »Was dann?« Die Augen der Jägerin richteten sich auf sie. »Viola!« Rona lächelte hilflos. »Was du gerade erzählt hast, ändert alles.« »Ich weiß.« Viola fuhr hoch, als in der Nähe etwas knallte. Rona entdeckte einen LKW, von dem eine Holzkiste gefallen war. Viola holte zittrig Luft und setzte sich wieder. Jetzt war sie noch nervöser als zuvor. »Ich dürfte gar nicht hier sein«, murmelte sie. »Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller.« »Jetzt weißt du es also«, wandte sie sich an Rona. »Was willst du mit dieser Erkenntnis tun?« »Dich bitten, dass du mich zu Lupa, Carney und Nern begleitest«, erwiderte Rona. »Carney und Nern? Diese beiden hat Mistress euch zur Seite gestellt, um mich zu fangen?« Viola schnaubte. »Das soll wohl ein Witz sein.« »Nein, hat sie nicht. Sie haben die beiden, die uns eigentlich begleiten sollten, weggesperrt und deren Plätze eingenommen. Das haben wir erst hier bemerkt. Da war es schon zu spät.« »Aber«, unterbrach Rona Viola, als diese ungläubig den Kopf schüttelte, »sie sind viel besser als ihr Ruf. Und sie haben sich als treue Freunde herausgestellt. Sie haben einen klaren Blick, vermutlich klarer, als das bei den anderen beiden der Fall wäre.« »Ausgerechnet der Succubus und der Berserker«, murmelte Viola. Rona lächelte. »Genau die beiden, und ich bin froh, dass sie bei uns sind.« Viola zuckte mit den Schultern und sah sich erneut um. »Was hat Lupa dir über die Nacht meiner Flucht erzählt?«, fragte sie, ohne Rona anzusehen. Rona zögerte. Ihre Wangen röteten sich. Violas Augen verengten sich, nun sah sie ihr mitten ins Gesicht. »Nichts«, flüsterte Rona. »Rona?« Sie glaubte ihr nicht. Ronas Wangen wurden noch dunkler. »Ich bitte dich, mich zu begleiten und selbst mit ihr zu sprechen«, sagte sie leise. »Ich halte das für keine gute Idee. Selbst wenn sie mir zuhört, sind da immer noch Lynx und Shark auf meinen Fersen. Ich verliere wertvolle Zeit. Das kann ich mir nicht leisten.« Viola schüttelte den Kopf. »Das stimmt. Aber allein schaffst du es nicht«, sagte Rona. »Ich bin bisher gut zurechtgekommen«, widersprach die Jägerin. »Es war knapp in Warschau. Lynx hatte dich schon. Ohne den Fehler, den sie gemacht hat, hätte sie dich ausgeliefert. Die Ordenswache traf keine 5 Minuten nach deiner Flucht ein«, sagte Rona nachdrücklich. »Jene Nacht war nur wenige Tage her. Sie hatten seitdem viele Kilometer hinter sich gelassen. Dass Rona die Gesuchte hier in Tallinn getroffen hatte, war Zufall. Aber sie spürte schon seit Tagen den Wunsch, mit ihr zu reden. Deswegen war es ihr nicht einmal in den Sinn gekommen, sie anzugreifen. Viola war ihr überlegen, das kam noch dazu. Aber schon länger hatte Rona Fragen, die Viola ihr nun beantwortet hatte. Nein, die Antworten gefielen ihr nicht. Doch jetzt ergab alles einen Sinn. Es konnte sie so nicht stehen lassen. Sie musste dem nachgehen und Konsequenzen ziehen. Deswegen musste Viola selbst mit Lupa sprechen. Auch wenn Rona wusste, was das für sie bedeutete. Bei der Erwähnung der Ordenswache huschte Angst wie ein Schatten über Violas Gesicht. Wenn Viperer sie in die Hände bekam, war es mit ihr aus. Das wusste sie. Die Banshee kannte keine Gnade. Rona ergriff ihre Hand. Viola zuckte zurück. Bitte, Viola, es ist ein Versuch wert, meinst du nicht auch? Viola erhob sich kopfschüttelnd. Nein, Rona, das glaube ich nicht. Und ich kann euch nicht auch noch mit hineinziehen. Nichts für ungut. Aber ihr könnt mir sowieso nicht helfen und auch schon gar nicht mit mir mithalten. Ihr werdet mir ein Klotz am Bein. So erreiche ich mein Ziel nie. Und am Ende scheitere ich euretwegen. Rona schluckte die Verletzung wegen ihrer harschen Worte herunter. Mag sein, aber du schaffst es allein auch nicht. Du bist doch selbst auf der Suche. Und du hast noch nichts gefunden. Lynx und Shark sind ja auf der Spur. Ja, Mistress wird ungeduldig. Ja, wir haben auch viel zu verlieren. Sie haben uns bereits eine Strafe angedroht. Und warum soll ich dir glauben, dass ihr mich nicht ausliefert? Violas Miene war unbewegt, doch Rona sah einen Hoffnungsschimmer in ihren Augen. Weil ich es dir verspreche. Du kannst nur für dich selbst sprechen. Lupa könnte das anders sehen. Du kennst sie, sagte Rona. Violas Mundwinkel zuckten, in ihren Augen glitzerte es. Man kennt niemanden wirklich. Ich schwöre dir, dass ich dafür sorge, dass sie dir zuhört. Und zur Not helfe ich dir bei deiner Flucht. Das wäre ein Verrat an Lupa. Alles andere wäre ein Verrat an mir selbst, entgegnete Rona. Viola lächelte schmal. Du wagst viel. Wie du auch, erwiderte Rona. Wir warteten seit geraumer Zeit auf Rona. Sie sollte längst in dem Restaurant sein, in dem wir verabredet waren. Immer wieder stand ich auf und hielt Ausschau nach ihr, falls sie uns übersah. Nichts. Ich machte mir Sorgen. Sie kommt schon noch, sagte Carney beschwichtigend und zog mich zurück auf meinen Stuhl. Vielleicht hat sie in dem Geschäft nicht alle Zutaten für ihren Zauber bekommen und musste in ein weiteres gehen. Beruhige dich bitte. Aber dann wäre sie hergekommen und hätte Bescheid gesagt, beharrte ich. Sie würde nicht so lange wegbleiben, ohne mir etwas zu sagen.
Ich musste meine beste Freundin finden. Mich vergewissern, dass es ihr gut ging. Sofort. Adrenalin schoss in meine Adern und ich sprang wieder auf. Ich gehe sie jetzt suchen. Kani sah an mir vorbei. Ihre blauen Augen wurden kugelrund. Nicht nötig. Ich drehte mich um und erblickte Rona, die auf uns zukam, mit Viola an ihrer Seite. Wenn du wüsstest, was ich weiß, würdest du nicht fragen, hallte Violas Stimme in meinem Kopf. Bilder flackerten vor meinem geistigen Auge auf, Fetzen der Erinnerung, die mir genommen worden war. Mit aller Macht klammerte ich mich an diese Fetzen. Der Zauber in meinem Kopf hielt mich auf, immer noch und egal, wie sehr ich mich dagegen stemmte. Verdammte Scheiße, murmelte Nern. Sie stand langsam auf, doch ich sah keine Aggression in ihrem Gesicht, nur Wachsamkeit. Sie stellte sich neben Kani, bereit, sie zu schützen, wenn es nötig war. Ich konnte mich nicht rühren, fühlte mich wie gelähmt. Sie erreichten uns. Hallo, Lupa. Violas Stimme war vertraut, doch sie löste ein Gefühlschaos in mir aus. Hallo, Viola. Ich starrte sie an, sah nur undeutlich, dass Ronas Gesicht vor Stress gerötet war. Warum bist du hier? Ich müsste sie sofort angreifen. Ich müsste sofort meine Stimmagie entfesseln und sie festsetzen, damit ich sie zum Orden zurückbringen und an die Lehrer ausliefern konnte. Sie verdiente das. Sie hatte uns bestohlen und alle in Gefahr gebracht. Sie war nicht mehr meine Freundin, sondern der Feind. Ich blieb einfach stehen und wusste nicht weiter. Weil Rona mich darum gebeten hat, erwiderte Viola. Ich sah Rona an. Sie lächelte schwach. Viola hat uns etwas zu sagen. Es ist wichtig. Ich bitte dich, sie anzuhören. Warum sollte ich das tun? Du hast den Orden bestohlen. Mistress sagte, dass die Schriftrolle, die du mitgenommen hast, großen Schaden anrichten kann. Ich beobachtete Violas Reaktion genau. Ich wollte die Schuld in ihrem Gesicht sehen. Doch Violas Mundwinkel zuckte in grimmiger Belustigung. Das glaube ich gern. Das hätte ich euch an ihrer Stelle auch gesagt. Was soll das heißen? Fragte Nern und verschränkte die Arme vor der Brust. Dass sie die Wahrheit sehr geschickt und zu ihrem Vorteil verdreht. Denn die Schriftrolle stellt keine Gefahr dar, solange sie nicht in falsche Hände kommt. Mistress' Hände. Aber Mistress besaß sie doch schon, sagte Kani stirnrunzelnd. Das stimmt, doch ihr fehlt auch der Schlüssel, um den Zauber zu entfesseln, erwiderte Viola. Warum nur habe ich das Gefühl, dass dieser Zauber nicht dazu dient, dass alle glücklich und zufrieden sind, murmelte Kani. Da dein Gefühl richtig ist. Viola sah mich an. Der Blick ihrer veilchenfarbenen Augen traf mich mitten ins Herz. Ich biss mir auf die Lippe, aber ich musste ihr zuhören. Seit unserem Aufbruch fragte ich mich, was ihre Beweggründe waren. Jetzt hatte ich die Chance dazu, es herauszufinden. Schlüssel und Schriftrolle zusammen ermöglichen die Herrschaft über die 5 Ebenen, berichtete Viola. Ich bin auf der Suche nach dem Schlüssel, um beide Teile zu zerstören. Das konnte ich dir damals nicht mehr sagen. Ich blinzelte. Damals? Viola runzelte die Stirn. Ich konnte es dir in der Nacht meiner Flucht nicht erklären. Außerdem wollte ich dich nicht in Gefahr bringen. Aber ich musste dir doch etwas sagen, obwohl ich so wenig Zeit hatte. Ich habe dir versprochen, dass ich es dir eines Tages erkläre. Erinnerst du dich nicht? Neben mir schnappte Kani nach Luft. Ich schüttelte verzweifelt den Kopf. Nein, jemand hat mich verzaubert. Ich kann mich an die Nacht nicht richtig erinnern. Neben Viola wurde Rona bleich. Viola aber merkte auf. Du wurdest verzaubert? Ja, ich erinnere mich nur noch an Bruchstücke. Seit Tagen kämpfe ich dagegen an, versuche ihn loszuwerden. Ich sah sie an. Ich dachte, er wäre von dir. Ist er nicht, sagte sie knapp. Ich glaubte ihr doch, wer war es dann? Darf ich einmal fragen, warum wir deine Geschichte glauben sollten? Fragte Nern ruhig. Für einen Berserker hatte sie sich bemerkenswert gut unter Kontrolle. Dafür spürte ich, dass meine Fassung schwand. Du kannst uns viel erzählen. Stimmt. Ich kann euch nur mein Wort geben, erwiderte Viola ruhig, doch ihre Augen suchten unablässig die Gegend ab. Ich habe eines Abends ein Gespräch zwischen Mistress und Ulf mitbekommen. Es war Zufall, sie haben mich nicht bemerkt. Sie hat ihm genau erklärt, was sie vorhat. Das dauerte nicht lange, dann hatte sie ihn überzeugt. Ich sank auf meinen Stuhl, mein Kopf schwirrte. Ich presste die Hände an meine Schläfen, kämpfte gegen die Sperre in meinem Kopf. Wer hatte mich verzaubert und warum? Hatte es jemand auf mich abgesehen? Was hatte ich in jener Nacht getan, nachdem ich mit Viola gesprochen hatte? Darf ich? Viola streckte den Arm aus und berührte meine Stirn. Nern zuckte in meine Richtung, doch ich hielt sie auf. Viola war nicht hier, um mich anzugreifen. Sie zog ihre Hand zurück und sah Rona erschrocken an. Aber Rona? Ronas Gesicht war fahl. Es dauerte, bis ich verstand, was Viola meinte. Wie in Zeitlupe sah ich hinüber zu meiner Freundin, meiner Vertrauten, zu derjenigen, die mich verzaubert hatte. Was? Piepste Kani. Rona, echt? Ronas Lippen bewegten sich, doch kein Laut kam heraus. Mein Schädel dröhnte, als wäre ich mit voller Wucht gegen eine Wand gerannt. Ich fasste es einfach nicht.
Das konnte doch nicht sein. Viola musste sich irren. Ich musste es tun, flüsterte Rona. Ich fühlte mich, als fiel ich in bodenlose Tiefen. Meine Eingeweide waren wie ein Eisklumpen. Bitte, Lupa. Du kamst in unser Zimmer und warst völlig aufgelöst. Ich habe keinen geraden Satz aus dir herausbekommen. Dann sprachst du plötzlich davon, wegzugehen. Du hast deine Tasche auf das Bett geworfen und fingst an zu packen. Du wolltest mir nichts sagen, aber du warst wie von Sinn. Ich hatte Angst, also habe ich den Zauber angewandt. Sie starrte auf ihre Hände, Tränen liefen über ihre Wangen. Ich wusste nicht, dass du den Zauber bemerkt hast. Du hast nie etwas gesagt. Ich habe bis vorhin nicht geahnt, dass du so viel wusstest. Ich wollte dich doch nur schützen. Ihre Worte kamen nicht bei mir an. Die Enttäuschung überlagerte alles. Ich kann den Zauber aufheben, bot Viola an. Dann sprechen wir weiter. Ich nickte stumm. Viola berührte erneut meine Stirn und murmelte ein paar Worte. Der Gegenzauber fühlte sich an wie ein elektrischer Schlag. Dann war es, als sprenge eine Fessel von meinem Bewusstsein. Ich sackte in mich zusammen und dachte an die Nacht von Violas Verschwinden. Jetzt erinnerte ich mich und ich versank kurz darin, wie ich Viola begegnet war, wie ich ihr nachlief und dann zu meinem Zimmer rannte, um meine Sachen zu holen. Rona war dort. In der letzten Szene kam sie zu mir und legte ihre kühlen Hände an meine Schläfen. Lupa? Kanis Stimme holte mich zurück. Ich schüttelte benommen den Kopf. Du erinnerst dich, stellte Viola fest. Ja. Ich mied Ronas Blick. Sie hatte die Arme um ihren Brustkorb geschlungen und schluchzte leise. Ich konnte mich damit nicht auseinandersetzen. Sie hatte mich verzaubert, manipuliert, mir meine Erinnerungen genommen und sie mir dann auch dann nicht zurückgegeben, als sie ahnen musste, dass sie nützlich wären. Enttäuschung schlug wie eine Welle über mir zusammen. Ich musste mich ablenken, bevor ich durchdrehte. Die Emotionen kochten in mir. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich wollte rennen, verletzen, mich rächen. Sirene, nicht Wolf. Sirenen konnten ihre Gefühle sorgfältig verschließen. Sie waren nicht so emotional wie der Wolf, der an die Oberfläche drängte. Sie waren kühler, rationaler. Ich war Sirene, nicht Wolf. Ich ließ den Wolf los und hieß sie willkommen. Sie lauerte ohnehin an der Oberfläche, wartete auf ihre Chance. Jetzt war sie gekommen. Es war ganz einfach. Ich gab mich meinem Blut hin und spürte, wie sich mein Geist klärte, kühl wurde. Ich brauchte die Wut nicht. Die Enttäuschung half mir nicht. Abgerechnet wurde zum Schluss, auch mit Freunden. Sirenen waren nachtragend und geduldig. Jetzt musste ich mich auf Viola konzentrieren. Was erwartest du von mir, Viola? Fragte ich. Meine Stimme war beherrscht, so ruhig, dass ich mich selbst nicht erkannte. Meine Mundwinkel zuckten grimmig bei dieser Erkenntnis. Violas Miene verfinsterte sich. Gar nichts. Lass mich einfach gehen, wie damals. Kommt nicht in Frage. Ich gehe mit dir. Die anderen kehren zurück zum Orden, legte ich fest. Nern schnaubte. Vergiss es. Ich funkelte sie an. Ich trage die Verantwortung für euch. Nichts für ungut, Lupa, aber du bist nicht meine Mutter. Ich fälle meine Entscheidung selbst und ich gehe sicher nicht in den stinkenden Kasten zurück, während du mit Viola Myrika rettest, erwiderte sie. Ich auch nicht, mischte sich Kani ein. Und Rona sicher auch nicht. Ich mied weiterhin Ronas Blick und seufzte. Du hast es gehört, Viola. Viola sah unzufrieden aus, doch dann stützte sie die Ellenbogen auf den Tisch und atmete durch. Fein, murmelte sie. Wenn ihr unbedingt euer Leben riskieren wollt, es ist nicht angenehm, wenn Vipara Jagd auf einen macht. Was kommt als nächstes, fragte ich. Mein Nacken prickelte mit einmal und ich fühlte mich beobachtet. Ich muss euch verschwinden lassen, sagte Viola. Vor allem musst du das Amulett von Ahern ablegen, das du um deinen Hals trägst. Damit spüren sie dich auf. Meine Hand tastete nach dem Amulett. Das hatte ich befürchtet. Plötzlich wollte ich das Ding schnellstmöglich loswerden. Meine Finger schlossen sich darum und zogen an dem Lederband, doch Viola hielt mich auf. Nicht hier. Habt ihr ein Quartier? Dann kümmern wir uns dort um alles Weitere. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Stell dir doch bitte mal vor. Einige kennen wir schon aus Band 1, aber einfach zur Erinnerung. Genau, sehr gerne. Also Lupa hatte ich ja vorhin schon kurz vorgestellt und Viola habt ihr jetzt auch gerade kennengelernt. Viola ist eine Musterschülerin des Ordens sozusagen. Von ihr wurde sehr, sehr viel gehalten und sie ist sehr begabt. Und hat jetzt eben ihre Intelligenz und auch ihre Intuition dafür genutzt, ein Komplott aufzudecken. Und sie möchte es jetzt mit allen Mitteln verhindern. Viola ist halb Jäger und halb Orakel. Das ist eine interessante Kombination. Also Jäger sind Menschen mit besonderen Eigenschaften, die eigentlich dafür gedacht waren, magische Wesen zu jagen. Aber das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Außerdem habt ihr noch Rona kennengelernt. Rona ist Lupas beste Freundin, Fragezeichen. Und Rona ist ein Mensch. Das heißt, sie hat kein magisches Blut in sich, hat aber eine gewisse magische Begabung, mit der sie Lupa unterstützt. Außerdem mit in diesem Team
ist auch Nern. Nern ist ein Berserker. Das sagt vielleicht auch jemandem was, wie ein Berserker sein. Das heißt, sie hat ein dämonisches Blut in sich, das dafür sorgt, dass sie die Fassung verliert und dann wütet, wie ein Sturm sozusagen. Und immer an Nerns Seite ist Kani. Kani ist sozusagen ihre bessere Hälfte. Und Kani ist ein Succubus, also ein weiblicher Lustdämon, der seine Lebensenergie aus männlichen Opfern zieht. Das sind die fünf hauptsächlichen oder Hauptprotagonisten. Es gibt aber noch viele, viele weitere Protagonisten, unter anderem auch Lynx und Shark. Die beiden sind auch ausgesandt worden, um Viola zu suchen. Und Lynx ist Lupas ehemals beste Freundin. Sie ist auch eine Halbsirene. Und Shark ist eine Besonderheit, ist nämlich eine männliche Sirene. Und diese drei sind halt alle auf Viola angesetzt worden. Dadurch, dass Lynx und Shark auch Jagd auf Viola machen, kommt es natürlich zu einer Art Wettrennen um die Zeit. Und so viel kann ich schon mal verraten, die Zeit wird immer knapper. Denn auch das sind nicht die einzigen, die Jagd auf Lupa, Viola und die anderen machen. Das hört sich doch interessant an. Du hast ja ein Fantasy-Buch geschrieben, also ist es ja auch ein erfundener Ort. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Also dadurch, dass Myrica ein Urban-Fantasy-Buch ist, spielt es schwerpunktmäßig tatsächlich in unserer Welt. Myrica ist der Name der Reihe und ist auch die Welt, aus der Lupa, Nern, Kani und Rona kommen. Es ist eine Art Zweitdimension, die unserer recht ähnlich ist, die aber zeitlich etwa 150 Jahre nach uns angesiedelt ist. Die Geschichte startet im zweiten Band in Tallinn, also in Estland, und zieht sich dann weiter bis nach Rumänien. Man kennt das ja aus vielen Büchern, dass da eher so die westeuropäischen Staaten eine Hauptrolle spielen. Aber ich fand es einfach ganz cool, meine Protagonisten ausnahmsweise mal eher durch Osteuropa zu schicken. Ich finde diesen Teil des Kontinents auch sehr spannend und da gibt es auch viele tolle Städte. Und deshalb machen sie sich dann von Tallinn aus wieder in Richtung Süden auf und sind dann auch in Riga beispielsweise und in Warschau und dann schlussendlich, wie gesagt, in Rumänien. Und da spielen etwa zwei Drittel des Buchs dann auch, bevor sie am Ende dann nach Myrica tatsächlich zurückkehren. Das ist ja fast eine halbe Weltreise. Magst du gleich mal weiterlesen? Gerne. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Der Text ist auch leicht gekürzt, aber wer mehr Informationen möchte, der kann ja einfach im Buch nachlesen. Und wir machen jetzt im zweiten Kapitel weiter. Wir erreichten Riga am Abend und steuerten ein Viertel im Süden an, das weit vom Zentrum und vom Meer entfernt lag. Hier, so hofften wir, würden Lynx und Shark ihr Quartier nicht aufschlagen, falls sie überhaupt noch hier waren. Ich bezweifelte das. Nach Viparas Drohung konnte es sich keiner von uns erlauben, Zeit zu verschwenden. Ihre Botschaft war eindeutig. Entweder wir erfüllten unseren Auftrag oder wir wurden hart für unser Versagen bestraft. Die Sirene in mir lächelte höhnisch. Dieser Strafe waren wir entgangen. Wenn sie uns schnappten, drohte uns Schlimmeres. Wenn. Ich hatte nicht vor, mich erwischen zu lassen. Ich musste auf Viola vertrauen und auf mich und meine Intuition. Diese sagte mir, dass Riga keine gute Idee war, doch es war zu spät. Es war schon tiefste Nacht und Nern war müde. Wir mussten ihr eine Pause gönnen, damit sie uns sicher fahren konnte. Sie hielt vor einem kleinen Motel. Wir organisierten ein Zimmer, in dem wir alle zusammen schlafen konnten. Ich starrte an die Decke und versuchte endlich zur Ruhe zu kommen, doch es fiel mir schwer. Es dauerte, bis ich endlich einschlief. Ein Geräusch, wie von einem feinen Glöckchen, weckte mich. Ich musste mich gewaltsam ins Wach kämpfen und fühlte mich wie erschlagen. Müde schlug ich die Augen auf und sah Viola, die vollständig angezogen mitten im Raum stand. Was ist? Ich schwang die Beine über die Bettkante und raufte mein struppiges schwarzes Haar. Dabei ließ ich Viola nicht aus den Augen. War bereit, jederzeit aufzuspringen und loszurennen. Ich tastete nach meiner Jacke, die auf meiner Bettdecke lag. Das ist ein Alarmzauber, erwiderte Viola. Ich habe ihn vor dem Schlafen aktiviert. Er zeigt an, ob sich jemand mit magischem Blut in der Nähe befindet. Sie trat vorsichtig ans Fenster und sah hinunter zur Straße. Dann fluchte sie leise. Beim nächsten Mal muss ich auch den Bus tarnen. Nach Zaubern abgesucht hatte sie ihn bereits, bevor wir in Tallinn losfuhren. Soll ich die anderen wecken? Fragte ich. Sie zögerte kurz. Ich sah ihr ihre Gedanken an. Vergiss es, Viola. Du wirst uns nicht los. Sie warf mir einen langen Blick zu, dann schnaubte sie. Schon gut. Ja, weck sie auf. Es dämmerte bereits, als ich an die anderen Betten trat und eine nach der anderen wachrüttelte.
Verschlafen kamen sie auf die Beine und warteten. Wir fahren weiter nach Warschau, legte Viola fest. Wir traten hinaus auf die Straße und frösteten. Es war gerade erst 5:45 am Morgen und unser Atem stieg als Dampfwölkchen auf. Nern entriegelte den Bus und ich kontrollierte ein letztes Mal, dass wir alles dabei hatten. Nachdenklich sah ich auf unsere Instrumente im Kofferraum. Würden wir sie noch einmal brauchen oder waren sie nur unnötiger Ballast? Ich sah zu Viola hinüber, da überzog Gänsehaut meine Arme. Meine Sinne schlugen bereits Alarm, noch bevor ich den Schrei hörte. Viola machte einen Satz und ging in die Knie, doch wir anderen erstarrten. Mein Herz setzte einen Schlag aus und mir wurde eiskalt. Nein, bitte nicht. Nicht jetzt. Nicht sie. Ich drehte mich in ihre Richtung und meine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Lynx kam auf uns zu, die goldenen Augen weit aufgerissen. Sie trug ein langes, enges Kleid, das ich bereits kannte. Anscheinend hatte sie in der Nacht einen Gig gespielt. Energie loderte um ihren Körper wie eine Aura. Was machte sie hier? Ihr Blick war katzenartig und ich ahnte, dass auch sie die Sorge von Mistress Strafe um den Schlaf brachte. Sie suchte nach uns und musste vorhin Violas Warnzauber ausgelöst haben. Lynx kam mit langen Schritten näher. Sie zeigte mit dem Finger auf Viola. Oh, scheiße, murmelte Nern und duckte sich. Ihre Hände waren zu Fäusten geballt. Wir sind erledigt. Sie hatte recht. Ich fasse es nicht, stammelte Lynx. Ihr Mund stand offen. Lupa, du, Viola, ihr, ich fasse es einfach nicht. Ihre Hand fuhr an das Amulett um ihren Hals. Sie alarmiert Vipera, stieß Kani hervor. Viola sprang so schnell, dass ich die Bewegung beinahe verpasst hätte. Als nächstes sah ich, wie sie Lynx zu Boden warf und auf ihr kniete. Lynx wehrte sich mit aller Kraft und schlug wild um sich. Helft mir, zischte Viola. Lynx schrie wie am Spieß. Helft ihr? Helft mir gefälligst, ihr Verräterin. Lupa, ich warne dich. Ich schwöre dir, das wirst du bereuen. Wie kannst du uns so in den Rücken fallen, du miese... Nern hielt ihr den Mund zu und heulte gleich darauf auf, als Lynx ihre Reißzähne in ihre Hand schlug. Ihre Augen funkelten. Wartet nur ab, ich... Nern schlug ihr gegen die Schläfe und ihr Körper wurde schlaff. Mann, das war knapp, sagte Kani, die sich hinter Rona versteckt hatte. Geht's dir gut, Nerni? Nern besah die Bisswunde. Das ist ein Fall für Rona und ihren Heilungszauber. Gerne, sobald ich endlich Binsenkraut habe, erwiderte diese und hob ihre eigene verletzte Hand. Die Erinnerung an den fehlgeschlagenen Zauber versetzte mir einen Stich. Zu jenem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Es war gerade einmal 2 Tage her, doch die Zeit dazwischen kam mir endlos vor. Binsenkraut habe ich, sagte Viola, aber wir sollten Lynx hier wegschaffen. Ihre Begleiter müssten in der Nähe sein und... Sie erstarrte und sah auf Lynx Amulett. Es glomm schwach. Mein Mund wurde trocken. Sie hat es aktiviert. Wir sind am Arsch, schluchzte Kani. Ich hockte mich vor Lynx und Viola. Nicht ganz. Sie hat den Ruf nicht richtig abgesetzt. Das heißt aber nicht, dass Vipera nichts empfangen hat. Viola rieb ihre Handflächen und murmelte ein Bann. Dann legte sie ihre Hände auf Lynx Gesicht. Ein sanftes Leuchten breitete sich aus und meine Haut prickelte, als der Zauber sich ausdehnte. Was machst du da? Fragte Rona. Ich versuche, ihre Aura zu zerstreuen, damit ihr Aufenthaltsort unklar wird, sagte Viola mit zusammengebissenen Zähnen. Schweißperlen traten auf ihre Stirn. Ich riss die Augen auf. Was für eine geniale Idee, doch Violas Gesichtsausdruck gefiel mir nicht. Sie war angespannt und sie hatte Angst. Hast du das schon mal gemacht? Fragte Kani. Nein, also lass mich nachdenken. Wir schwiegen. Ich sah mich mit klopfendem Herzen um. Was sollte ich tun, wenn die Ordenswache auftauchte? In diesem Fall waren wir erledigt. Ich wusste nicht, wie viel von Lynx' Ruf bei Vipera angekommen war. Ob sie schon bemerkt hatte oder ihn als Fehlalarm abtat. Ob sie überhaupt kam oder uns längst entdeckt hatte und beobachtete. Endlich richtete Viola sich auf und wischte sich übers Gesicht. Sie war blass. Der Zauber hatte sie viel Kraft gekostet. Doch wir konnten Lynx nicht einfach zurücklassen. Ich betrachtete ihr schmales Gesicht mit den schwarzen Streifen, die von ihren Augenwinkeln zu ihren Ohrläppchen verliefen. Ein Zeichen ihres Luchsbluts. Deswegen war sie in unserem Heimatdorf immer angefeindet worden. Mischblut hatten uns die anderen Sirenen verächtlich genannt, sogar unsere reinblütigen Schwestern. Lange war Lynx alles für mich, die Einzige, die mich verstand. Die Einzige, die immer zu mir hielt und mich nicht dafür herabsetzte, was ich von meiner Geburt an war. Zweiblütig. Jemand, der nirgendwo richtig hingehörte. Das war alles so lange her, so viel Streit und Enttäuschung standen zwischen uns. Und trotzdem konnte ich sie nicht einfach hier liegen lassen. Das brachte ich nicht übers Herz. Wie dumm von mir. Die Sirene in mir drängte mich dazu, sie einfach verschwinden zu lassen. Sirenen sind erbarmungslos und nachtragend. Wölfe nicht. Und irgendwo in meinem Herzen erkannte ich sie immer noch als Teil meines Rudels an. Das war andersrum sicher nicht so, denn Katzen waren noch nachtragender als Sirenen. Sie würde mich für immer das hassen, was sie mir vorwarf. Wir müssen sie wegschaffen, sagte ich zu Nern, die sich pflichtschuldigst bückte und Lynx hochhiefte. Und wohin? Fragte sie zähneknirschend. Ich sah ihr an, dass sie unsere Verfolgerin gerne loswerden würde.
Das war eine gute Frage. Wir haben ein Problem, sagte Fanny. Ich folgte ihrem ausgestreckten Zeigefinger und erblickte Atra und Enigma, Lynx Begleiterin, die auf uns zukam. Mian stöhnte. Die Scheiße hört nie auf. Haben Sie eine Möglichkeit, Vipera zu rufen? Fragte Viola gepresst. Nicht, dass ich wüsste, erwiderte ich und hielt sie auf, als sie in ihrem Rucksack wühlte. Ich will mit Ihnen reden. Nern, leg Lynx in den Bus. Ich kümmere mich um die Elfe und das Orakel. Atras dunkles Gesicht war angespannt, als sie mich erreichte. Ihre silbrigen Augen verfolgten Nern, die Lynx vorsichtig, aber nicht gerade sanft, auf die Rücksitzbank des Busses legte. Ich brauchte nicht zur Situation sagen, sie hatte sie erfasst. Erklär mir das bitte, sagte sie und beobachtete Viola, die hinter mir stand. Ich sehe, ihr habt Viola gefunden und nicht vor, sie auszuliefern, wie es aussieht. Das stimmt, erwiderte ich. Warum nicht? Damit verstoß sie gegen Mistress Anweisung, sagte die Dunkelelfe. Weil wir Mistress und den Lehrern nicht mehr folgen. Viola hatte einen guten Grund für ihren Diebstahl. Einen sehr guten, wiederholte ich nachdrücklich. Meine Stimme war sanft und schmeichelnd. Ich setzte alles auf eine Karte. Ich musste es zumindest versuchen. Atras Mund zuckte. Du kannst mich mit deinem Sirenenscham nicht einwickeln, Lupa. Elfen sind dagegen immun. Vor allem waren Elfen schreckliche Heimlichtuer. Und ich glaubte ihr nicht, aber das war egal. Sie hatten uns nicht angegriffen. Anscheinend waren sie gesprächsbereit. Nach diesem Strohhalm musste ich greifen. Auch wenn uns das kostbare Zeit kostete. Enigma stieß Atra an und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie war ein Orakel und trug das plakativ zur Schau. Ihr Gesicht und die kahlrasierte Seite ihres Kopfes waren voll dekorativer Rundtätowierung und ihr Make-up dramatisch. Doch es war ihre Miene, die ich betrachtete. Sie wirkte alarmiert, doch anders, als ich es erwartet hätte. Und sie hatte anscheinend etwas zu sagen. Ich wartete ab. Sag es ihnen selbst, meinte Atra. Enigma strich ihr dunkles Haar zurück, dabei klimperten ihre vielen Armreifen. Gut. Ich hatte Visionen in den letzten Nächten, berichtete sie mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme. Visionen von goldenen Augen, von Feuer und von Edelsteinen hinter dem Sternenhimmel. Das muss ja hübsch aussehen, spottete Nern. Enigma warf ihr einen vernichtenden Blick zu. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass unsere Mission Verderben bringt. Die Edelsteine stehen für Mistress, die nach den Sternen strebt. Die goldenen Augen konnte ich dir, Lynx und Shark, zuordnen, Lupa. Muss man für sowas offensichtliches Orakel sein? Fragte Nern. Enigmas Wangen färbten sich zornrot. Man muss offenbar Berserker sein, um so dumme Fragen zu stellen. Beruhigt euch, ging ich dazwischen, als Nern die andere anfahren wollte. Und welchen Schluss habt ihr aus deinen Visionen gezogen, Enigma? Keinen, erwiderte diese frustriert. Lynx hat sie einfach abgetan und gesagt, wir sollen uns auf die Aufgabe konzentrieren. Atra holte tief Luft und nickte. Es kostete sie Überwindung, weiterzusprechen. Lynx war für sie, was Rona für mich war. Eine Vertraute, beinahe ein Teil des eigenen Körpers. Ich habe ihr mehrfach gesagt, dass es sich lohnt, die Vision zu hinterfragen. Doch Lynx hatte Angst, dass du ihr zuvorkommst und Viola findest. Sie sah auf den reglosen Körper ihrer Freundin. Zu Recht, wie es scheint. Also habt ihr auch Zweifel an unserem Auftrag, fasste ich zusammen. Atra und Enigma zögerten. Dann nickten sie. Zumindest gibt es Ungereimtheiten, die uns nicht gefallen, erwiderte Enigma. Ebenso gefällt uns die angedrohte Strafe nicht. Willkommen im Club, murmelte Kani hinter mir. Was wollt ihr jetzt tun, fragte ich. Das ist eine gute Frage, sagte die Elfe. Ihr wirkt nicht so, als wolltet ihr Mistress sofort Bescheid sagen, sagte ich und dennoch blieb ich wachsam. Bei uns Elfen gibt es das Sprichwort, erst zu denken und dann zu handeln. In diesem Fall schließt sich das Denken an ein Gespräch mit euch an. Ich möchte wissen, warum ihr Viola freiwillig helft, verlangte Atra. Danach werden wir wissen, ob unsere Zweifel berechtigt sind. Violas Mundwinkel zuckten, als Atra freiwillig sagte. Du hast ihre Auren überprüft. Und offenbar hatte Atra dabei festgestellt, dass Viola uns nicht verzaubert hatte. Selbstverständlich, erwiderte Atra unbeeindruckt. Das ist eine Grundlage der Elfenmagie. Also erklärte ich es ihr. Atra und Enigma schwiegen. Ich sah, wie es in ihren Gesichtern arbeitete. Ihr seltsames Gefühl wegen der Mission bestand bei beiden von Anfang an, doch sie hatten es ignoriert, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Bis vorgestern. Die Androhung der Strafe kam bei niemandem gut an, fasste Atra zusammen. Bei euch nicht und auch bei Sharks Gruppe nicht. Wir haben ihm, Laird, Grant und Kinnan gesprochen, als ihr den Strand bereits verlassen hattet. Niemand hat verstanden, warum sie so handeln. Ich habe Vipera überprüft. Sie steht unter enormem Druck. Ich vermute, dass sie die Verantwortung für uns trägt. Ich finde das ja alles sehr spannend, aber apropos Vipera, mischte sich Kani ein, die von einem Bein aufs andere tänzelte. Es ist nicht so, dass sie jederzeit hier auftauchen könnte, oder? Wäre es nicht klüger, von hier zu verschwinden? Sie hat recht, sagte Viola mit Blick auf mich.
Ich nickte. Kanis Befürchtungen waren absolut berechtigt. Also, was machen wir? Atra und Enigma wechselten einen Blick. Ich sah, wie sie mit sich rangen. Ich beobachtete, wie sie die verschiedenen Möglichkeiten für sich abwogen. Ihnen war die Gefahr ebenso bewusst wie uns. Ich war ungeduldig. Kani hatte mich aufgeschreckt. Doch ich wusste, dass ich sie nicht drängen sollte. Also, fragte Viola, habt ihr euch entschieden? Auch ihr wurde das Warten zu lang. Die Entscheidung ist eindeutig, aber schwer zu fällen. Es gibt keine Alternative, sagte Enigma schließlich. Anscheinend war es ausgeschlossen, dass sie eine einfache Antwort gab. Die gibt es immer, murmelte Atra. Auch Elfen waren nicht für ihre klare Kommunikation bekannt. Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Die silbernen Ranken, die auf ihre schwarzen Arme tätowiert waren, glitzerten. Sie blinzelte und sah mich an. Wir helfen euch, unter einer Bedingung. Welche? Fragte ich. Lynx bleibt bei euch. So haben wir eine plausible Geschichte, warum der Notruf ausgelöst wurde. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich verstand, was sie vorhatte. Sie wollten für uns den Lockvogel spielen. So zogen sie sich auch ein wenig aus der Schussbahn. Das führt sie para direkt auf meine Spur, zischte Viola. Mag sein, aber sie wird euch die Wache sofort auf den Hals hetzen, wenn ihr sie bei uns lasst, erwiderte Atra eisig. Ihre Mundwinkel waren verzogen. Ich ahnte, dass ihr diese Entscheidung nicht leicht fiel. Lynx war ihre Freundin, trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Schwierigkeiten. So wie Rona meine. Ich musste mit ihr reden, sobald ich die Gelegenheit bekam und mich beruhigt hatte. Das machen wir so, kam ich Viola zuvor, die protestieren wollte. Macht euch auf den Weg. Hier. Ich riss Lynx das Amulett vom Hals, darauf bedacht, keinen weiteren Ruf abzusetzen. Wir verlassen uns auf euch. Atra nickte. Das könnt ihr. Sie und Enigma liefen los. Ich wusste nicht, in welche Richtung sie sich wandten, aber ich musste mich auf meine Begleiterin konzentrieren. Lupa, meinst du wirklich, wir können uns auf die beiden verlassen? Sie gehören nicht gerade zu meinen Lieblingswesen, meinte Nern. Sie könnten genauso gut Vipera rufen und so tun, als hätten wir Lynx entführt. Dann hätten wir nicht sprechen brauchen, erwiderte ich. Ich lege meine Hand auch nicht für sie ins Feuer, aber dass sie Lynx bei uns lassen ist verständlich, bot Kani an. Sie stand im Bus und stapelte das Gepäck neu, damit wir die dritte Sitzbank aufklappen konnten. Mist, Nern, dein Schlagzeug ist unhandlich. Dann lassen wir es hier, sagte Viola. Auf gar keinen Fall, antwortete Nern heftig. Mein Schlagzeug kommt mit, klar? Stelle es aufs Dach. Ich helfe ihr, sagte ich und kam einem weiteren Streit zuvor. Wir hatten keine Zeit mehr. Zusammen geht es schneller und darauf kommt es jetzt an, also helft alle mit. Rona zog ein Netz aus dem Kofferraum und wir verstauten die Kisten mit dem Schlagzeug auf dem Dachgepäckträger. Dann legte Nern Lynx auf die hinterste Sitzbank, kletterte hinter Steuer und gab Gas, noch bevor wir anderen uns angeschnallt hatten. Was sollen wir jetzt mit Lynx machen? Fragte Viola und beobachtete, wie Rona unsere Gefangene mit einem Fesselungsband belegte. Nicht so fest, sonst bringst du sie um. Eine Sorge weniger, brummte Kani, doch ich nahm ihr das keine Sekunde ab. Ich kannte ihr weiches Herz mittlerweile und es schloss sogar Lynx mit ein. Also Lupa, warum haben Atra und Enigma uns das Katzenmädchen dagelassen? Weil sie wissen, dass ich ihr nie etwas antun würde, gab ich zurück. Kani zog die roten Augenbrauen hoch. Schau nicht so, das ist die Wahrheit. Sie wird uns Schwierigkeiten machen, vermutlich sehr lange. Aber wenn Atra und Enigma uns den Rücken frei halten, ist der Preis angemessen. Wenn Lynx bei ihnen wäre, wäre das ausgeschlossen. Vielleicht können wir sie ja doch überzeugen, sagte Rona zaghaft. Ich mied ihren Blick. Ich werde mit ihr reden, sagte ich. Die meisten Probleme lassen sie sich durch Sprechen beheben. Ich sah für den Bruchteil einer Sekunde in Ronas Gesicht. Sie schöpfte Hoffnung. Ich brauchte noch ein bisschen, aber dann war diese Hoffnung berechtigt. Nern lenkte den Bus auf die Autobahn nach Vilnius. Sie gab Gas und ich hatte das Gefühl, dass uns die Zeit davonlief und unsere Verfolger uns noch näher gekommen waren. Man merkt mal wieder, was es für ein Unterschied ist, wenn man ein Buch selber liest oder wenn man es sich vorlesen lässt. Was meinst du genau? Von der Vorstellung her. Wenn man selber liest, hat man andere Bilder im Kopf, als wenn jetzt zum Beispiel du das vorliest oder man es als Hörbuch hört. Mhm. Tatsächlich, ja. Okay, ist das jetzt gut oder schlecht? Erzähl das mal. Es ist gut. Es ist gut, weil jedes Mal wird die Fantasie anders angeregt. Ne? Also wenn du jetzt ein Buch selber liest, halt leise, also in deinem Kopf halt, ne, dann hast du auch andere Bilder, du betonst es im Kopf anders und du betonst es ja nochmal anders, weil es ist ja dein Text. Das ist sehr interessant. So, ja, dann haben die Figuren nochmal eine andere Stimme wahrscheinlich, ne? Genau. Ich finde das immer wieder großartig. Dann hast du ja genau den richtigen Podcast, ne? Ja, natürlich. Ich liebe Lesung. Ich würde sagen, dann hast du dir das richtige Thema ausgesucht. Das stimmt, ja.
Erzähl mal, du hast ja das erste, also Teil 1 geschrieben. War da für dich schon klar, dass noch ein Teil 2 folgt? Ja, tatsächlich. Also die Idee für Myrika, die habe ich schon, es ist Ewigkeiten her, ich würde sagen beinahe 20 Jahre. Irgendwann so während meiner Schulzeit, wenn ich im Unterricht saß und mich gelangweilt habe, dann habe ich so vor mich hingekritzelt und so sind dann die Figuren entstanden. Und ich hatte die Figuren tatsächlich lange vor der Geschichte. Hab dann irgendwann auf meinem alten Computer in meinem Kinderzimmer schon mal was geschrieben. Das habe ich hier auch noch irgendwo liegen. Das müssen so um die 300 Seiten sein, Manuskripttext. Also so mit Name, Doppelpunkt und dann wörtliche Rede. Und irgendwann habe ich dann aber das Ganze angefangen in Fließtext umzuformulieren. Das ist aber bestimmt auch schon 10 Jahre her. Und dann lag es Ewigkeiten. Und in 2021 habe ich mir dann vorgenommen, ich werde dieses Buch schreiben. Und ich hatte das auch tatsächlich schon mal geplottet, den Plot dann nochmal überarbeitet und das Ganze ein bisschen strukturiert. Und dann ging es super, super schnell, muss ich sagen. Also ich habe die beiden Bände so hintereinander weggeschrieben. Die haben ja auch keinen zeitlichen Versatz oder ähnliches, sondern gehen in der Handlung direkt weiter. Und deshalb, also ich glaube, den zweiten Band, den habe ich in 5 Wochen runtergeschrieben. Also zumindest die Rohfassung. Es flutschte einfach. Es musste raus jetzt. Nach 20 Jahren wollte das gerne endlich mal erzählt werden. Und ich war richtig, richtig traurig, als ich fertig war. Ja, das glaube ich, aber echt beeindruckend. So ruckzuck runtergeschrieben, aber gut, nach 20 Jahren, ne, da muss es endlich raus. Du, das ist mir auch nicht wieder passiert. Das war jetzt so eine Ausnahmesituation. Ich war so in dieser Geschichte drin und das hat sich so gut angefühlt, diese Geschichte zu erzählen und zu schreiben. Und es war einfach super toll. Und dass ich da in so einen Flow reingekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Noch mit einem kleinen Kind nebendran und Job und so. Aber trotzdem, das ist einfach so aus mir rausgeflossen sozusagen. Man hört es. Wenn du darüber sprichst, hört man es richtig. Wie glücklich darüber du bist, ja. Aber natürlich auch traurig, ne? Weil es ist ja jetzt beendet. Ja, also wir haben ja darüber gesprochen, nachdem du auch den ersten Band und mit dem zweiten habe ich dich ja auch schon ein bisschen genervt im Vorfelde. Und du hattest ja auch zu mir gesagt, ach, eigentlich könnte da doch noch was nachkommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ganz lange überlegt, ob ich noch irgendwie die Geschichte weitererzählen könnte. Und ich habe tatsächlich eine Idee im Kopf. Allerdings ist das Schreiben noch nicht begonnen. Also im Moment gärt das alles noch so ein bisschen in meinem Kopf. Und ja, ich schaue einfach mal, wann ich es schaffe. Aber eventuell ist eine Fortsetzung doch noch drin. Oder freue ich mich. Kannst du auch. Ich dränge dir wieder auf. Sehr gern, sehr gern. Das mache ich immer sehr gern. Und ja, Myrika hat mich auch total gefesselt. Also beide Bände. Und ich muss sagen, ich habe ja erst Band 1 gelesen und dann dachte ich so, oh Gott, wie geht's weiter? Jetzt muss ich warten. Ich kann nicht warten, ich muss es jetzt wissen. Und dann kam Band 2 und dann war ich wieder sofort gefesselt und habe auch gar nicht damit gerechnet, wo es hingeht. Ne? Also ich will jetzt auch gar nichts verraten, wie das Buch endet, aber ich dachte so, wow. Und dann war das Buch fertig und dann dachte ich so, Mist, jetzt bin ich fertig. Wie geht's jetzt weiter? Aber ich finde es gut, dass du es auch so, ich sag jetzt mal so, offen gelassen hast. Mhm. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Weil das ja auch die Fantasie der Leser anregt. Und das finde ich immer sehr schön, wenn einem das gelingt. Ja, also es ist natürlich eine Auszeichnung für mich als Autorin, wenn mir jemand, nachdem er das Buch gelesen hat, sagt, ich wüsste so gerne, wie es weitergeht. Das ist dann natürlich wie so ein Ritterschlag, was ich denke, boah, ich konnte meine Leserin oder meinen Leser so sehr fesseln und auch begeistern und der hat dann auch meine Figuren so ins Herz geschlossen, dass er sie gar nicht so richtig loslassen möchte. Und das ist natürlich super, super schön, weil ich dann weiß, dass derjenige oder diejenige meine Figuren fast so sehr liebt wie ich quasi. Du hast ja eben schon erzählt, dass du die erste Idee vor 20 Jahren hattest. Ja. Und dass du eigentlich schon sehr früh Geschichten im Kopf hattest. Aber wann war der Zeitpunkt für dich, wo du wusstest, okay, ich möchte jetzt Bücher schreiben, ich möchte sie veröffentlichen, ich möchte Autorin werden? Ich glaube, das war gar nicht so ein
bewusster Prozess. Ich habe immer, ja, ich habe tatsächlich immer so nebenbei geschrieben und ich habe auch gezeichnet. Und dann hatte ich meinen Debütroman Helene, den hatte ich irgendwann, ich glaube, während meiner Ausbildung, also es ist jetzt auch schon 15 Jahre her, Gott, bin ich alt. aber da habe ich dann immer schon so ein bisschen geschrieben und irgendwann war dieses Buch halt fertig. Und dann, ja, war es irgendwie in einer Schublade und da ist nichts mehr mit passiert dann die nächsten 10 Jahre oder so. Und ich hatte irgendwann mal mit einer Freundin darüber gesprochen, habe so beiläufig erwähnt, dass ich halt schreibe. Da sagte sie, Mensch, das hast du noch nie erzählt und schick mir das mal, ich würde das gerne lesen. So, und das habe ich dann auch gemacht, dachte, naja gut, ne, habe ich ja jemand Wohlwollendes, der sich das durchliest. Und sie hatte sich dann ganz viel Mühe gegeben, mir ganz viel Feedback gegeben und hat dann irgendwann gesagt, du, ich finde, das ist so toll, das solltest du einfach mal versuchen. Dann musste ich mich natürlich erstmal so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen und habe dann halt festgestellt, dass ich das Buch ja auch als Self-Publisherin veröffentlichen kann und habe mich dann für diesen Weg entschieden, weil ich dann selber kontrollieren kann, wann ich was tue. Und so ist dann 2018 Helene erschienen und mittlerweile bis heute 2022 habe ich schon 14 Romane veröffentlicht. Nein. Also ich war fleißig. Aber richtig fleißig und das neben dem Brotjob, also unglaublich. Ja, ja. Kam dazwischendurch auch noch so ein Zwerg dazu und so, ja, ich habe noch so einen Mann, dem das echt auf die Nerven geht, dass ich so viel Zeit in dieses Hobby investiere. Irgendwie mache ich es aber trotzdem dann abends oder wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, wenn das Kind schläft mittags am Wochenende und so, dann setze ich mich mal hin und tippe ein bisschen. Aber du hast auch noch ein anderes Leben. Ich habe noch ein anderes Leben, ja. Also noch so als, ja, als Frau, als Mutter, als Berufstätige, genau, das ist da alles noch mit bei. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch gesprochen. Mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, also auch wie du vor 20 Jahren geschrieben hast, also außer in der Schule nebenbei, wo du so schreibst. Also wenn dir so Ideen kommen, hast du so bestimmte Tageszeiten? Hast du Rituale? Wie sieht so ein Schreiballtag bei dir heute aus und wie vor 15 oder 20 Jahren oder dazwischen? Also das hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit stark strukturiert, muss ich sagen. Ich habe natürlich als Teenager oder auch als junge Erwachsene, da habe ich einfach so drauf losgeschrieben. Ne? Ich hatte irgendwie eine Idee im Kopf und habe mich dann einfach mal hingesetzt und habe das dann so weit getippt, wie es mir halt gerade in den Kopf gekommen ist. Und das hatte zur Folge, dass ich ganz viele angefangene Fragmente irgendwie so mit 3, 4, 5, 6 Seiten habe, wo aber weder eine konkrete Idee noch ein Plot, also ein Plot nennt man das, wenn man die Handlung des Buches einmal in Kurzform runterschreibt. Und das ist halt alles super unstrukturiert gewesen. Und ich habe das alles aufgehoben und habe mir dann gedacht, naja, vielleicht kannst du dir da irgendwann nochmal Gedanken drüber machen und das dann nochmal in eine richtige Form gießen. Aber so gehe ich jetzt tatsächlich nicht mehr vor. Und wenn ich jetzt eine Idee habe, dann ist das meistens so, dass ich mir das in so einen Satz auf ein Post-it schreibe und mir dann an meinen Bildschirm klebe. Und da steht dann, keine Ahnung, sowas drauf wie Schutzengel bewacht oder rettet Leben und verliebt sich dabei. Irgendwie sowas steht dann da drauf. Das heißt, es ist total wirr. Und irgendwann, wenn ich das dann ein bisschen hängen gelassen habe, dann setze ich mich da nochmal hin und überlege mir dann, okay, wie könnte da eine Geschichte konkret aussehen? Und dann schreibe ich so eine Art Grobstruktur, so einen Grobplot. Und wenn das dann alles noch irgendwie Sinn macht, dann formuliere ich das Ganze noch ein bisschen weiter aus. Dann wird das etwas länger. Dann bekommen die Figuren so langsam Namen. Und dann muss das Ganze noch in meinen Schreibplan reinpassen. Ich habe nämlich alles, was ich jemals so im Kopf hatte, das habe ich mir in einen Plan. Jetzt kommt's. Ich bin ja, habe ja Betriebswirtschaft studiert. Ganz schlimm, hat ganz viel mit Schreiben zu tun, nämlich nichts.
Und die BWLerin in mir, die hält mich manchmal dazu an, dann Excel-Listen anzulegen. Also habe ich eine Excel-Tabelle, in der ich dann halt solche Sachen festhalte und ein paar Keywörter und so weiter, wo ich mir dann schon mal fürs kommende Jahr oder auch ein bisschen länger darüber hinaus einen Plan mache, was ich wann schreiben möchte. Und sobald die Zeit dann gekommen ist, nehme ich mir diesen Plot nochmal vor. Ich habe einen ganz dicken, steinalten Spiralblock, wo ich die Plots dann reingeschrieben habe mit Bleistift, damit ich alles noch 1000 Mal korrigieren kann. Und dann nehme ich mir halt diesen uralten College-Block vor, schreibe mir dann den Plot nochmal raus, mache da noch ein bisschen was hübsch und dann bekommt jedes Buch ein eigenes Notizbuch oder besser gesagt, jedes Projekt bekommt ein eigenes Notizbuch, wo ich dann alles Mögliche zu reinschreibe. Setze ich mich hin und mache einen Zeitplan, also an welchem Wochentag spielt was, wie heißt die Figur, dann werde ich da so eine Art Charakterbogen erstellen und noch ganz viele Hintergrundinformationen, bis ich das Gefühl habe, ich bin in der Geschichte drin. Und dann fange ich an zu schreiben. Nicht schlecht, also da ist ja ganz viel Vorarbeit bei dir. Auf jeden Fall. Ich persönlich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es sonst nicht gut funktioniert. Also bestimmt gibt es auch Leute, die haben das so, so gut im Kopf, dass es auch ohne Notizbuch und 30, 40 Seiten mit der Hand vorher schreiben geht. Aber für mich funktioniert das nicht. Also ich brauche dann mein Notizbuch, in dem ich rumblättern kann. Was habe ich nochmal gesagt? Wann hat die Geburtstag? Wie groß ist die nochmal? Und was genau ist da jetzt? Wo wohnt die? Ich mache zum Beispiel auch immer Zeichnungen von den Wohnungen, in denen die leben oder von den Häusern, was auch immer. Und bin ganz viel dann bei so einer Seite, wo man sich Straßenpläne angucken kann und so und guckt dann, wo die Leute wohnen. Ganz häufig wohnen meine Protagonisten tatsächlich irgendwo, wo ich mich auskenne, weil das Ganze noch ein bisschen einfacher macht. Also die meisten meiner Bücher, jetzt abgesehen von Myrika, spielen ja auch in Hamburg, meiner Geburtsstadt. Und die wohnen dann in Straßen, wo Freundinnen von mir wohnen beispielsweise. Dann weiß ich immer, wo ich unterwegs bin. Also du planst wirklich alles komplett durch. Das ist ja unglaublich. Ja. Du überlässt nichts dem Zufall. Excel-Tabelle, ne? Was soll ich sagen? Ja. Nicht schlecht. Also ich mache das ja ganz anders. Aber egal. Ja, ich meine, das muss ja jeder so machen, wie er gut damit klarkommt. Ne? Und ja. Was für mich der total richtige Weg ist, könnte für dich so sein, dass du da eine totale Schreibblockade bekommst und niemals fertig wirst, weil du dich für immer fragst, was soll ich da reinschreiben in dieses blöde Notizbuch. Genau. Ja, und das finde ich so beeindruckend, gerade hier im Podcast, was jeder erzählt. Jeder erzählt was anderes, wie er sich vorbereitet. Und das ist wirklich auch sehr schön für die Hörer zu wissen, dass nicht jeder Autor oder jede Autorin das gleich macht. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele, die sind Bauchschreiber und bei denen klappt das jetzt perfekt oder halt welche, die das komplett bis ins kleinste Detail wie du durchplanen. Also wirklich Respekt, die ganze Vorarbeit, die ist ja auch sehr zeitintensiv. Also Schreiben ist ein Hobby in meinem Fall. Es gibt ja auch natürlich Leute, die das beruflich machen, aber der zeitliche Aufwand, der steht in keinem Verhältnis. Also ich weiß jetzt nicht genau, was jemand, der das hauptberuflich macht, damit verdient, wenn er bei einem Verlag unter Vertrag steht. Aber ich habe irgendwann mal versucht zu tracken, wie viele Stunden ich investiert habe. Und ich habe es ganz schnell wieder gelassen, ehrlich gesagt. Weil das, also wenn ich das auf meinen Arbeitsstundenlohn umrechnen würde, was ich in meinem Brotjob verdiene, uiuiui, dann sollte ich lieber Überstunden im Brotjob machen, glaube ich. Das ist halt eine Passion, ne? Das ist eine Leidenschaft und das lässt sich halt in Geld nicht aufwiegen. Ja, das finde ich auch sehr schön, dass es deine Leidenschaft ist. Auf jeden Fall. Sollst du auf jeden Fall weitermachen, nicht aufhören. Ist in Ordnung. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ihr findet mich hauptsächlich bei Instagram. Da habe ich einen Account, der auch Christine Wollmer-Bergmann heißt. Und da poste ich in letzter Zeit etwas unregelmäßig dann auch Neuigkeiten zu meinen Büchern und zum Fortschritt meines aktuellen Projekts. Manchmal auch ein paar private Sachen. Und wer da in Kontakt mit mir treten würde, da freue ich mich natürlich immer drüber. Jetzt kommt die wichtige Frage. Wo können wir dein Buch kaufen? Hast du ein E-Book? Hast du ein Taschenbuch? Ein Hardcover-Buch? Können wir in die Buchhandlung um die Ecke gehen? Also
fast alle meiner Bücher sind sowohl als Taschenbuch als auch als E-Book erschienen. Und sie sind eigentlich auch überall erhältlich. Meistens ist das so, wenn du in die Buchhandlung um die Ecke gehst. Also ich würde mich mega, mega freuen, wenn mich irgendeine Buchhandlung dann schon da hätte. Dann macht ein Foto davon und schickt es mir bei Instagram. Das würde mich so glücklich machen. Ich würde sofort hinfahren wahrscheinlich und den Blumenstrauß bringen. In der Regel ist es aber so, dass die Bücher dann bestellt werden können. Aber dann sind die auch in kurzer und annehmbarer Zeit dann auch da. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir, dass ich Leute begeistern kann und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man mir dazu ein Feedback gibt, zum Beispiel in Form einer Rezension oder in Form eines Posts bei Instagram oder so. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dann weiß, ob ich jemanden erreichen konnte und ihm eine schöne Zeit bescheren konnte während des Lesens. Wir sind leider schon am Ende. Schade. Oh, ich? Ja. Schon wieder. Aber ich habe gehört, du besuchst mich bald wieder. Ja, das ist der Plan, oder? Ja, das finde ich super. Wieder mit einem neuen Buch. Das stimmt. In der nächsten Folge müsste es um meinen Schutzengel-Roman gehen, Watching Over You. Oh, da freue ich mich drauf. Ich mich auch schon. Das ist auch eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt. Vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst. Und ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Emilia, den wünsche ich dir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.